Am Mittwoch, den 19. Juli, ging es für Ramstedt TV im Rahmen des Ferienprogramms nach Hütchenhausen zum internationalen Familientag mit Spielfest beim TSV Hütchenhausen. Zusammen mit dem Jugendbüro wurden wieder viele tolle Spielaktionen und vieles mehr organisiert und vorbereitet. Bei bestem Wetter und zum Glück vielen Schattenplätzen stand einem gemeinsamen Familientag nichts mehr im Wege. Mit der Hüftburg, der Spielwiese und verschiedenen Spiel- und Sportaktivitäten wurden alle Kinder bestens unterhalten. Volker Hammel, Bürgermeister Ralf Lessmeister und Markus Klein begrüßten alle Familien und Gäste und bedanken sich bei allen Ehrenamtlichen seitens des Jugendbüro Ramstein und des TSV Hütchenhausen. Zu Gast war auch der Integrationsbeauftragte aus dem Landkreis Kaiserslautern. Es ist fantastisch, dass so viele Ehrenamtliche mitmachen und das alles zum kostenlosen Tarif gibt, das heißt, man braucht nicht zu bezahlen. Und die Begeisterung ist sehr groß und das gibt mir immer die Hoffnung, dass die Integration doch langsam, aber sicher kommen wird. Aber die deutsche Gesellschaft muss auch mitmachen und mitkommen und mitfeiern. Dann gelingt die Integration. Integration ist das nicht eine einseitige Sache. Es muss sowohl als ob von beiden Seiten gewollt und auch unterstützt werden. Das Wichtigste, aber wenn die Leute die Sprache nicht beherrschen, kann auch keine Integration stattfinden. Die Sprache ist der Schlüssel und man muss auch offen sein. Das heißt, wenn man in Deutschland leben will, muss sich auch versuchen, ohne Religion zu wechseln oder Schnitzel zu essen oder was anderes, nur anpassen zu unserem Leben, zu unserer Gesellschaft. Das ist das Wichtigste. Das Tennisspielen kennenlernen, mit Acrylfarben kreativ malen oder eine Runde Bowl spielen, für jeden Jungen und Mädchen war etwas dabei. Ein ganz fantastischer Event. Das ist das zweite Mal, dass das bei uns stattfindet. Das letzte Mal war es schon super, da waren es über 100 Leute. Heute sind es über 200 Leute. Gut, wir als Verein mit vielen Sportarten, wir öffnen uns natürlich auch gegenüber ausländischen Mitbewohnern. Wir sind froh für jeden, der Sport treiben will. Wir bieten das auch für jeden an. Ich engagiere mich ja jetzt schon seit fast 40 Jahren im Jugendbereich, allgemein hier. Und gerade Inklusion und Integration unserer ausländischen Flüchtlinge ist für mich sehr wichtig, weil ich finde, dass es enorm wichtig ist, dass die Leute hier integriert werden, weil die sollen kein Inseldasein leben, die sollen irgendwo in die Gemeinschaft des Dorfes integriert werden. Und ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe, der wir alle mitarbeiten müssen. Leckeres Essen, kühle, erfrischende Getränke und bestes Wetter. Was will man an so einem Tag noch mehr? Eine tolle Gemeinschaft, ein engagiertes Team und viele nette Menschen, Familien und Kinder. Wir haben ein ganz buntes Angebot hier bei diesem Tag, bei bestem Sommerwetter. Die Sonne scheint und strahlt in viele glückliche Gesichter, die hier teilnehmen. Letztes Jahr hatten wir nicht so viel Glück mit dem Wetter. Das ist dieses Jahr schon viel besser. Aber was es natürlich ausmacht, das ist das bunte, das breite Angebot und die vielen Familien, die teilnehmen. Und das ist einfach toll, das hier zu sehen, wie viele Leute hier Spaß haben. Inklusion ist ein großes Thema in Ramstein. Wir sind Menschen aus vielen, vielen Nationen, die bei uns friedlich in einer kleinen Stadt, in einer kleinen Verbandsgemeinde zusammenleben. Aber auch das kommt nicht von selbst, dafür muss man arbeiten. Da gehört dazu, dass sich die Menschen, die zu uns kommen, integrieren und Deutsch lernen. Dabei muss man ihnen auch helfen, auch das macht das Jugendbüro. Es gehört aber auch dazu, dass man zusammen feiert, an einem bunten Tag mit vielen Spielen und viel Spaß. Und das ist das, was heute bei diesem Sommerfest passiert, das ist gelebte Inklusion. Es macht den Kindern sehr viel Spaß, es bietet den Vereinen Gelegenheit, sich darzustellen, was sie alles machen und was sie alles anbieten. Ja, und mir macht Spaß hinzugehen und zu sehen, dass die Kinder Spaß haben. Dazu gehört, dass gutes Wetter ist. Dann kann man auch mit der Freikarte, die es für jedes Kind gibt, auch noch ins Azur gehen und noch einen tollen Sommertag in unserem Freibad dranhängen. Es war einfach wieder nur wunderschön in familiärer Atmosphäre. Die Kinder hatten Spaß, die Erwachsenen konnten sich unterhalten. Und es wurde mal wieder ein großes Zeichen gesetzt und gezeigt, wie Integration und Inklusion gelebt und umgesetzt werden kann.